Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Talk auf der Roten Kirchenbank. Und ich freue mich immer über alle Gäste, die hier sind. Und heute freue ich mich aber ganz besonders auf Dero Goy, den Frontsänger der Erfolgsband Umph. Dero, schön, dass du heute da bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Du sagst selber von dir weltbekannt, aber vielleicht nicht weltberühmt, habe ich von dir gehört. Ja, ich würde sagen, bekannt auf der ganzen Welt. Das bedeutet, dass irgendwo, wo man spielt, sei es nun in Chile, Argentinien, Australien oder Japan, dann immer ein paar hundert Leute hinkommen würden. Ja. Das bedeutet, man ist schon auf einem gewissen Level bekannt, mit sehr vielen Unterschieden. Also die meisten Fans haben wir schon in Mexiko und Russland. Merkwürdigerweise nicht in Deutschland. Aber so ist das manchmal. Ja. Also da kommen dann schon mehrere Tausend, logischerweise. Mhm. Aber überall würden ein paar hundert wahrscheinlich die Band kennen. Hoffentlich. Ja, und du sprichst schon an, ne? Also ihr wart auf der ganzen Welt irgendwie unterwegs und manch einer, der jetzt einschaltet, der dich hier sieht, der fragt sich so vielleicht, was geht denn bei Dero ab? Ne? Was ist da los? Man kennt dich mit ein bisschen mehr Make-up im Gesicht aus Videos, die auch ein bisschen düster sind, die auch provozieren, die ein bisschen schockieren, ja, und von Bühnen wie Wacken, ja, ihr wart auf Rock am Ring wart ihr unterwegs und in ganz vielen verschiedenen Ländern, wie du schon erzählt hast. Und genau, und man wundert sich vielleicht, warum du jetzt auf einer roten Kirchenbank sitzt, ja, wie das zusammenpassen kann. Und deswegen haben wir dich eingeladen, damit du uns da so ein bisschen mit reinnimmst. Was war die letzten Monate bei dir los? Und wir haben dich auch eingeladen, weil du eben eine regionale Persönlichkeit bist, hier aus unserer Heimat. Und da würde mich schon mal interessieren, du könntest ja jetzt irgendwo in Berlin wohnen, in einem schicken Loft oder, keine Ahnung, in Amerika oder Russland, St. Petersburg. Und du hast dich entschieden, hier zu bleiben. Wie kam es? Was verbindet dich so mit unserer Region oder vielleicht auch mit der Stadt Braunschweig? Mit der Stadt Braunschweig verbinden mich viele Erinnerungen aus meiner Teenagerzeit. Diskothekenbesuche die ersten Freundinnen und die ersten Enttäuschungen in der Liebe und sowas. Ja, und natürlich auch Fußball, logischerweise. Ich habe ja selber auch Fußball gespielt in meiner Jugend. Beim Rivalen VfL Wolfsburg. Und, aber natürlich habe ich das auch immer verfolgt, was hier abging. Ich habe eine Beziehung zur Stadt Braunschweig und wir haben hier auch regelmäßig gespielt eigentlich. Als es Jolly Joker noch gab, da vornehmlich. Im Meier Club, als es den noch gab. Ja, und jetzt zweimal hintereinander im West End. Mhm. Ja, und das verbindet mich mit Braunschweig, mit der Region auch. Ich bin gebürtiger Wolfsburger, bin da aufgewachsen und mittlerweile lebe ich im Großraum Gifhorn, also quasi in der Süd-Lüneburger Heide auf einem ganz kleinen Dorf. Mhm. Und dadurch, dass ich so viel rumgekommen bin über die Jahrzehnte in der Welt, hatte ich jetzt nie das Verlangen, auch noch privat dann irgendwie mich mit Großstädten abzuplagen, mit Staus und Hektik und ja auch so mit dem Lifestyle größer, besser, schöner, schneller. Das hat mich auch schon früher eher abgestoßen. Also das ist nicht so meins. Ich mag es auch gerne bodenständig und dass man auch mal fünfe gerade sein lassen kann und dass man auch so wahrgenommen wird wie jeder andere auch. Und das erdet einen eigentlich auch zwischendurch wieder, wenn man im Privatleben zwischendurch an der Wursttheke oder Käsetheke nicht erkannt wird und genauso angesehen wird wie jeder andere auch. Und das finde ich eigentlich erfrischend. Ja, und es ist ja auch sehr schön bei uns, oder, finde ich? Also ja, man kann da gut wohnen. Absolut. Also der ganze Großraum hier, finde ich, ist sehr vielseitig. Ja. Man ist schnell mal dort. Berlin ist auch nicht außer Welt, Hamburg auch nicht. Also stimmt, ja. Hannover, die verbotene Stadt, darf ich hier gar nicht sagen. Nein, aber ist ja auch nicht weit weg und von daher ist schon sehr vielseitig die Region hier. Ja. Also auch was die Freizeitaktivitäten anbelangt hier, der Tankumsee und dann gibt es einige Rafting-Anlagen und hier bei euch habt ihr auch die Raftteiche und das Kennelbad und schöne Gegend. Finde ich auch, ja. Ja, und ich habe, bevor du jetzt gekommen bist, ein bisschen geguckt, ne? Was ist deine Vita, eure Vita als Band? Und bin da auf Videos gestoßen, die noch gar nicht so lange her sind. Interviews aus St. Petersburg vor ein paar Monaten, wo du ganz klar auch sagst, so, ich bin auf der Suche nach den großen Fragen des Lebens. Du bezeichnest dich selber als Agnostiker, jemand, der, oder hast dich als Agnostiker bezeichnet, jemand, als der
ja, an eine höhere Macht irgendwie schon glaubt, an die Existenz, aber sich dann noch nicht so klar war, wie diese Macht ist, ne, oder wer das ist. Und jetzt sitzt du hier nach ein paar Monaten und wir haben es in der Braunschweiger Zeitung auch gelesen, Dero ist Christ geworden, bekennender Christ. Und was ist passiert in diesen letzten Monaten, das dein Leben so verändert hat? Es war eigentlich der letzte Schritt, den ich da vollzogen habe. Die Annäherung zu Jesus Christus hat eigentlich über die letzten 10 Jahre stattgefunden. Das war eine langsame und stetige Annäherung. Gar nicht so, wie man das auch von anderen manchmal hört, so ein Glaubenserlebnis und dann war auf einmal der Glaube da und es stand fest, sondern es war wirklich eine ganz zarte Annäherung und das hat wahrscheinlich auch seine Gründe gehabt. Also meinerseits definitiv hat das Gründe gehabt, weil in meinem Privatleben halt einfach auch zu viel passiert ist, dass mich in so einer Art Klammergriff der Angst gehalten hat, lange. Und wenn Angst dominiert, ist es immer schwierig, sich komplett zu öffnen, glaube ich, für Jesus. Obwohl Jesus eigentlich das Gegenteil von Angst ist, aber man muss dazu erstmal bereit sein, dann die Angst abzulegen. Und das war ich ja fast 10 Jahre nicht. Ich muss dazu sagen, also vor 12 Jahren ungefähr ist mein kleiner Sohn, der ist mittlerweile groß, größer als ich, hat Krebs bekommen als kleiner 3-Jähriger. Und ja, das war natürlich eine Krise, die einem so den Boden unter den Füßen wegreißt und die ganzen Arztbesuche, die Operationen und so. Und natürlich habe ich damals schon angefangen, instinktiv zu beten wieder. Mhm. Ne? Also ich habe jetzt nicht gesagt, das mache ich schon mit mir selbst aus oder ich, natürlich habe ich auf die Ärzte vertraut, gar keine Frage, aber ich wusste auch, ich bin an der Grenze angelangt, wo ich wusste, jetzt wird es auch wichtig, den Kontakt zu meiner höheren Macht zu finden. Welche ist das überhaupt? Mhm. Und dann bin ich damals in der Charité in die dortige Kapelle gegangen. Da stand dann das Kreuz und habe mich da alleine hingesetzt und habe gebetet. Und es war mir ganz klar, dass ich zu Jesus Christus bete, jetzt nicht zu Buddha, Allah, Shiva, Vishnu, was weiß ich, was es da alles für Götzen noch gibt, sondern zu dem einzig wahren und lebendigen Gott, den ich damals aber noch nicht so wahrgenommen habe wie heute. Damals hatte ich das Übergabegebet noch nicht gesprochen, also dass ich mein Leben wirklich Jesus anvertraut habe und ihm auch in die Hände gelegt habe, sondern ich war einfach verzweifelt, wusste, für mich gibt es eine höhere Macht und ich habe auch nicht gezweifelt, dass das der Gott der Bibel ist. Aber den letzten Schritt zur Übergabe, dass ich mein Leben wirklich Jesus anvertraue, das war damals noch nicht da. Ich war so viel zu angstbesetzt durch die ganze Situation, dass das das war eine erste Annäherung, sage ich mal. Gott war da im Rückblick, klar, die ganze Zeit. Aber man muss selber auch wollen. Mhm. Und man muss sich selber öffnen. Es liegt nicht an Gott. Er ist halt kein Tyrann oder er zwängt sich nicht auf, so würde ich das heute rückblickend sagen. Mhm. Er lässt uns den freien Willen mit der ganzen Konsequenz und das ist eigentlich ein sehr gutes Indiz für einen liebenden Gott. Mhm. Ein liebender Gott schenkt dir die Freiheit, auch die Freiheit, dich abzuwenden. Weil er möchte ja, dass du in Liebe zurückkommst und ihn in Liebe auch anbetest und nicht in Angst oder ja, auch aus reiner Verzweiflung. Natürlich ist er da, aber in den Momenten, wo Menschen am Boden sind und verzweifelt, bringt die Mühseligen und Beladenen zu mir. Ne? Ich möchte sie erfrischen. Natürlich, in diesen Momenten offenbart sich Gott ganz besonders. Aber letztlich möchte er in Liebe angebetet werden und auch in Liebe gefunden werden, weil er ist die Liebe. Und dazu musst du auch erstmal einen Status der Ruhe im Heiligen Geist haben. Und das war bei mir damals noch nicht so. Mhm. Aber du hast angefangen zu beten. Ja, auf jeden Fall. Das war schon die erste. Ne? Also von dir weiß ich, du bist im katholischen Elternhaus aufgewachsen. Das heißt, Kirche, wie du auch sagst, Jesus war dir gar nicht so fremd. Ja. Wenn du jetzt rückblickend auf die Kindheit guckst und dein Elternhaus, hast du auch, also welche Assoziationen und Bilder hast du denn so mit Kirche? Es war so ein bisschen was Ritualhaftes, Traditionelles. Es war sehr distanziert, würde ich heute sagen. Und ich habe auch den lebendigen Glauben damals in dem Sinne nie in der Familie gespürt und auch nicht wirklich in dem pastoralen Umfeld oder wie auch immer man das nennen soll. In den Momenten, an die ich mich erinnern kann in meiner Kindheit, in denen ich alleine in die Kirche gegangen bin, weil zu Hause halt gerade Terror war oder so,
da saß ich auch ganz alleine auf der Kirchenbank und habe aufs Kreuz geguckt und konnte, in der katholischen Kirche ist ja sehr das Leid Christi im Vordergrund, deswegen ist der leidende oder tote Christus am Kreuz in den katholischen Kirchen eigentlich allgegenwärtig, was ich heute nicht mehr gut finde, aber damals, ich konnte mich identifizieren. Ich habe gelitten als Kind durch mein familiäres Umfeld, wo es viel Sucht, Gewalt, Missbrauch auf diversen Ebenen gab. Ich konnte mich damit identifizieren. Jesus hat gelitten und da ist jemand, der mich zumindest in diesem Schmerz versteht. Mhm. Das kann ich rückblickend als Jugendlicher, Kind, Jugendlicher sagen, das habe ich mitgenommen. Aber das hat eine ganz andere Dimension gehabt, als es heute als wiedergeborener Christ der Fall ist. Trotzdem hat es mir damals geholfen auf einer gewissen Ebene. Als das dann mit meinen Eltern schlimmer wurde und die Ehe zerbrach und die Gewalt auch zunahm, denke ich, habe ich dann irgendwann auch meinen Frust auf Gott projiziert und habe gesagt, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Wenn du mir jetzt hier nicht hilfst, dann brauche ich dich auch nicht. Mhm. Und dementsprechend war da viel Wut, Aggression, Enttäuschung, Trauer, Schmerz, den ich dann auch einfach auf ihn projiziert habe irgendwann und ihn weggeschoben habe. Deswegen war auch Funkstille für so lange Zeit. Und das hat man, denke ich, auch in meinen Texten gehört, dass ich da viel projiziert habe. Rückblickend muss ich sagen, da ich Gott in den Texten auch immer so angegriffen habe, die Kirche, Religion, ich sehe das nach wie vor kritisch, Kirche und Religion, das sind für mich zwei unterschiedliche Paar Schuhe, Kirche und institutionelle Religion und Glaube, lebendiger Glaube, das ist was Unterschiedliches. Denn Glaube findet im Herzen statt und du findest Christus auch nur in dir selbst. Und ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass mir Religion Jesus nahebringen kann. Was ist da so das entscheidende andere zwischen Institution, Kirche, Religion und Glaube? Glaube ist eine persönliche, ständige, tägliche Beziehung zu Christus. Und traditionelle Religion ist, ich gehe einmal die Woche, das ist schon viel bei traditionellen Christen, in die Kirche, weil es sich so gehört, weil man es so macht. Aber habe die Woche da, ja, die Wochentage dazwischen keine lebendige Beziehung zu Gott und lebe den Glauben auch nicht. Das habe ich ja so zu Hause erlebt, da wurde der Glaube nicht gelebt und einmal ja, in der Woche am Sonntag wurde in die Kirche gegangen und als man wieder zu Hause war, ging halt der normale Terror wieder weiter. Das war für mich eher abstoßend dann. Ich habe das verbunden miteinander, ich konnte das auch noch nicht so trennen. Ich habe ganz lange Religion und Kirche mit Jesus Christus verwechselt. Heute würde ich sagen, Jesus kann überhaupt nichts dafür, was die Institution Kirche und die Religion aus ihm gemacht haben, aus seinem Glauben, wie sie ihn auch missbraucht haben. Allein schon in der frühen Zeit auch und im Mittelalter mit der Inquisition und den Kreuzzügen davor noch. Das war alles, aber nicht Christentum oder nicht Christi-Nachfolge, weil es gibt keine biblischen Belege dafür oder wo man sich darauf berufen kann, ich muss das jetzt machen. Da wurde einfach der Name Christi missbraucht für böse Dinge. Und das sehe ich heute halt ganz anders. Früher habe ich das nicht trennen können. Ich habe auch gedacht, das ist mir alles zu scheinheilig. Die Priester, die kleinen Kinder da angrabbeln und so, das hat mich angewidert, muss ich sagen. Tut es natürlich heute auch noch, aber heute verwechsel ich das nicht mehr. Was die tun, hat nichts mit Jesus Christus zu tun, sondern eher vielleicht sogar mit seinem Widersacher. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Ich arbeite hier auch als Diakonin in der Landeskirche und finde das so spannend, dass in meinem Arbeitsvertrag auch drinsteht, ich bin verpflichtet, Evangelium in Wort und Tat zu verkündigen oder vorzuleben. Ne? Ja. Sehr cool, möchte ich auch tun. Was denkst du, muss eben oder sollte Kirche verändern oder sollte Kirche tun, um eben diese Diskrepanz, wie du beschreibst, zwischen Institution und Glaube, damit das deiner Meinung nach kleiner wird und sich wieder annähert? Ich glaube, erstmal sollte man den Menschen da draußen vermitteln, dass sie sich selbst auf die Suche machen sollten. Man sollte auch so selbstkritisch sein und sagen, Leute, wir können euch zwar erzählen, worum es geht, aber Christus könnt ihr nur selbst in euch finden. Also macht euch wenigstens auf die Suche und fragt nach ihm. Dann könnt ihr ihn auch finden. Jesus ermutigt uns ja sogar, ermuntert uns und sagt, sucht und ihr werdet finden und die Wahrheit wird euch frei machen. Also wir werden, ja, es sagt ja keiner, also Jesus ist ja nicht jemand, der sagt, vertrauen Sie nur den offiziellen Quellen, sondern
Sondern er möchte ja, ihr sucht gerne auch überall. Mhm. Aber wenn ihr wirklich weiter sucht, weiter sucht, werdet ihr irgendwann die Wahrheit finden. Mhm. Und die Wahrheit, und das ist genau der Punkt, die Wahrheit befreit halt. Wenn ihr euch nicht befreit fühlt in dem, was ihr glaubt oder was ihr nicht glaubt, ne, oder selbst in dem Glaubenskonstrukt wie Atheismus, Agnostizismus oder auch in unserer modernen Religion Wissenschaft, das ist auch ein Glaube letztlich. Die Wissenschaft, was sie weiß, ist ein Tropfen, was sie nicht weiß, ist ein Meer. Das würde kein seriöser Wissenschaftler bezweifeln oder dagegen sprechen. Es ist eine moderne Form des Glaubens. Man sollte alles hinterfragen und man sollte suchen. Man sollte sich nicht zufrieden geben, auch mit den, das habe ich auch jahrzehntelang gemacht. Ich habe mich zufrieden gegeben mit der Wissenschaft und gesagt, ja, Singularität, da ist halt eben ein ganzes Universum aus dem Nichts heraus, hat sich durch Zufall selbst erschaffen. Und irgendwann dachte ich mir so, das klingt so unglaubwürdig, da fehlt mir der Glaube, wirklich. Das ist total, ich setze mich doch auch nicht in den Louvre, gucke mir die Mona Lisa an und denke mir, wie konnte die sich nur selbst malen, so ohne Pinsel und ohne Farbpigmente, ohne Atome, ohne jemanden, der sie gemalt hat. Boah, Wahnsinn, wie die sich so selbst malen konnte. Da würde ja jeder denken, der hat sie nicht alle. Aber über das Universum denken mittlerweile die meisten so. Das ist unfassbar. Aus meinem heutigen Blickwinkel heraus kann ich darüber auch, wenn ich mich selber angucken würde in der Vergangenheit, dass ich das selber geglaubt habe, kann ich nur mit dem Kopf schütteln, weil das ist so, auch unwissenschaftlich letztlich. Nichts kann aus nichts heraus entstehen, das geht nicht. Kommen wir nochmal zurück auf das, wo du herkommst, ja, von deiner Musik und Band, woher man dich kennt. Ihr hattet krasse Erfolge, ja, also klar, Augen auf, 2004, oder? Genau, ich weiß auch noch, meine Polo-Boxen waren auf jeden Fall auf Anschlag gedreht. Ich hab euer Lied auch sehr gefeiert damals. Genau, und jetzt 2019, also relativ kürzlich, ja, das Album auch mehrere Wochen auf Platz 1, also der Erfolg ging dann auch weiter. Und ich stelle mir das so vor, ja, dieses Rockstar-Leben eigentlich, worauf jeder Bock hätte, ne? Fans und Erfolg und was da alles dazu gehört. Und du warst trotzdem immer suchend, also scheinbar reichte dir das alles nicht aus. Also du warst irgendwie auf der Suche, hast du immer wieder gesagt, warum nicht? Also warum hat da noch was gefehlt? Naja, erstmal habe ich ziemlich früh gemerkt, ich glaube, denke ich mal so, meine erste Depression hatte ich so mit 13, 14 rum, dass da irgendwie tiefe Furchen in mir sind, auch so ein Loch, so ein Knäuel aus Schuld, Scham, Wut, Angst, Trauer, Schmerz, irgendwie so eine gemischte negative Gefühlslage, die sich eigentlich jahrzehntelang nicht wirklich verändert hatte. Da gab es Höhen und Tiefen, mal war es schlimmer, aber es war eigentlich immer eine Leere in mir, die ich nicht erklären konnte. Und deswegen ist es, glaube ich, auch kein Zufall, dass ich die Musik gewählt habe. Natürlich war ich auch Fan als Teenager von Popmusik oder Rockmusik und dachte, das ist bestimmt cool so. Ich habe ziemlich früh gemerkt, dass mir das auch Spaß macht zu singen und dass ich mich durch Texten und so ja auch irgendwie therapeutisch pseudomäßig selbst behandeln kann. Das ist so eine Art Selbsttherapie, aber natürlich kann die nichts letztlich langfristig. Mhm. Du kannst dich ein Stück weit selber kennenlernen, besser dadurch, wenn du Texte schreibst. Selbstreflexion wird gestärkt, aber du kannst dich ja nicht selber heilen, das geht nicht. Das wusste ich damals aber noch nicht. Ich dachte, wenn ich auf einer Bühne stehe und da stehen tausende Leute vor mir und die finden das cool, dann ist das bestimmt richtig cool. Dann habe ich den Sinn des Lebens für mich gefunden. War aber nicht so. Also natürlich wurde das dann immer mehr. Und wenn du das erste Mal dann auf einer Bühne stehst vor, weiß nicht, 50.000 Leuten, wie bei Wacken oder beim Rock am Ring, dann denkst du dir, ja, das ist zwar ein kurzer Kick, aber kommst dann von der Bühne und denkst dir, ja, aber das Loch ist trotzdem noch da, wenn du so in dich reinhörst und es macht nicht glücklich, es gibt dir nicht das, was dir wirklich fehlt, sondern es ist eher wie so eine Droge letztlich, wie kann man sagen, oder für die jüngeren Zuschauer eher so, als würdest du 10 Energy Drinks auf einmal trinken, aber dann irgendwie pocht das Herz ganz stark, aber kannst da nicht einschlafen, aber dadurch geht es dir ja nicht psychisch besser oder geschweige denn spirituell besser. Ich habe mich dann auch viel mit Psychologie auseinandergesetzt, habe selber angefangen, Psychologie zu studieren, übrigens hier in Braunschweig an der TU. Und
ja, das war dann so, habe dann auch Langzeittherapien selbst gemacht, also in Anspruch genommen, Gesprächstherapien. Das war dann so meine Hoffnung, so durch diese Analyse und durch Gesprächs- und Verhaltenstherapie, dann wirst du ja, irgendwann wegkommen von diesem Gefühl der Leere. Aber es war nicht so. Also ich habe mich immer besser selbst verstanden, warum Dinge passieren, auch die Zusammenhänge, warum meine Eltern so waren, wie sie waren. Als Flüchtlingskinder, die selber auch sehr viel Trauma erlebt haben und in der Nachkriegszeit halt von schwerst traumatisierten Eltern aufgewachsen oder ja, erzogen wurden, mit denen aufgewachsen sind. Die haben natürlich viel von dem Trauma übernommen, auch der Eltern und dieser ganzen Kriegsgräuel, die die Eltern erlebt haben oder teilweise mein Vater als Kleinkind auch. Heute weiß ich analytisch, warum das so war. Aber rückblickend sage ich, ich hätte mir gewünscht, dass sie damals auch schon erkannt hätten, dass sie ein Problem haben und dass es da eine Heilung gibt. Und zwar jetzt nicht nur therapeutisch, sondern spirituell vor allem. Und das wünsche ich eigentlich jedem, der so schwere Traumata mit sich rumträgt. Depressionen, was auch immer, selbstverletzende Anteile, was es da alles gibt. Dass es Heilung wirklich gibt in Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Viele Menschen denken, wenn sie jetzt in eine Kirche gehen, dann muss das sich doch endlich mal einstellen, dieses Gefühl, und sind dann vielleicht enttäuscht, wenn es nicht kommt. Das ist das, was ich damit meinte, dass man Jesus nur in sich finden kann. Und bei mir war der Kasus Knactus sozusagen der wichtige Punkt dann, dass ich wirklich gesagt habe, Jesus, okay, wenn du wirklich Gott bist, dann möchte ich auch, dass du mich heilst. Dann zeig mir das, gib mir den Heiligen Geist. Ich weiß, dass ich viel Mist gebaut habe. Ich weiß, dass ich vor dir ein Sünder bin, weil du bist ein 100% sündenfreier, sündenloser Gott, der gleichzeitig Mensch war, 33 Jahre lang. Ich möchte einfach mein Leben dir übergeben, weil du weißt, was der beste Weg für mich ist. Ich habe das jetzt so lange selbst versucht und bin eigentlich immer nur gegen Wände gelaufen. Und das war der wichtige Punkt. Jesus zwängt sich einem nicht auf, würde ich rückblickend sagen. Er möchte schon auch, dass wir uns ganz klar zu ihm bekennen und ihn auch einladen in unser Leben. Und dann ändert sich auch was. Wenn man jetzt zum Beispiel zu Angst besetzt ist, in eine Kirche geht und sagt, ich möchte ja vielleicht eigentlich glauben, aber wenn die Menschen zu große Verlustängste schon gespürt haben und zu groß noch verkrampft sind in sich, dass sie einfach kein Vertrauen haben, ihr Leben zu übergeben, nämlich dem einzig lebendigen Gott Jesus Christus, dann kann ich mir schon vorstellen, ist das die einzige Blockade noch, die zwischen diesem Heil und ihnen auch steht. Deswegen, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung nur sagen, dass das die einzige Adresse ist, wo man garantiert nicht enttäuscht wird. Mhm. Weil Christus halt nicht lügen kann. Er kann nicht sündigen, also er kann nicht lügen. Er ist treu bis in den Tod, das hat er bewiesen, als er selbst Mensch war hier auf der Erde. Und er ist verlässlich, er ist nicht wankelmütig, er sagt nicht, ja, finde ich ja gut, dass du heute an mich glaubst, aber morgen mag ich dich nicht mehr. Sondern selbst wenn wir fallen als wiedergeborene Christen und hin und wieder mal uns ertappen, das ist jetzt aber wieder mal Scheiße gebaut, sage ich mal auf gut Deutsch. Du hast gesündigt. Man muss immer erklären, Sünde ist, was uns von Gott trennt. Ja? Das trennt uns von Gott. Und das spürt man auch. Wenn man den Heiligen Geist erstmal in sich hat, spürt man, jetzt hat man was gemacht. Jetzt ist der Heilige Geist wirklich verletzt und zieht sich auch zurück. Aber Jesus nimmt einen immer wieder an. Wenn man wirklich ehrlich bereut, nimmt er einen immer wieder an. Das heißt, es gibt keine Enttäuschung. Oder dass man Angst haben muss, dass Jesus einen im Stich lässt. Überhaupt nicht. Und da gibt es auch gute Belege in der Bibel. Selbst seine engsten Vertrauten, die ihn erlebt haben, wie er geheilt hat, dass er Gott ist, wussten sie. Trotzdem hat Petrus ihn verleugnet, aus Angst. Und das finde ich so schön zu lesen, weil wenn die Bibel ein Märchenbuch wäre, was jemand geschrieben hätte, um andere zu überzeugen, dass seine ausgedachte Religion jetzt die tollste wäre, dann hätte er die Charaktere ganz anders gezeichnet. Mhm. Ja. Nämlich perfekt und ganz tolle Typen. Die haben Gott gesehen und er hat ihn verleugnet aus Angst, weil er nicht sterben wollte. Und trotzdem hat Jesus ihm vergeben.
Und der Thomas musste die Wunden sehen, musste reingreifen, um zu akzeptieren, dass sein Gott jetzt auferstanden ist. Und dann hat er ihn ja auch so identifiziert, mein Herr und Gott. Ja. Dass je mehr ich in der Bibel lese, auch mit dem Heiligen Geist jetzt als wiedergeborener Christ, desto mehr bestätigt mich, dass es das wahre Wort Gottes ist. Die über 3200 Prophetien, die sich erfüllt haben, übergreifend vom Alten Testament bis ins Neue, sind schon allein so ein erschlagendes Argument. Jetzt gerade in dieser Zeit erfüllt sich die Prophetie, die Jesus auf dem Ölberg seinen Jüngern abgegeben hat. Mitgeteilt hat, kurz bevor er gekreuzigt wurde. Das ist erstaunlich, sage ich. Also, wenn man sich wirklich intensiv mit der Bibel befasst, intensiv Gott fragt, ob er in das Leben kommen möchte, in sein Leben, also in mein Leben kommen möchte, man kann Gott nicht mehr verleugnen irgendwann. Und ich konnte das auch nicht mehr. Und deswegen habe ich dann gesagt, jetzt aber Butter bei die Fische. Halbschwanger geht nicht. Und dann wäre für mich sozusagen auch nicht in Frage gekommen, zu sagen, ich habe jetzt meinen Frieden mit Jesus gemacht, aber die Außenwelt braucht davon nichts zu wissen. Mhm. Das behalte ich mal schön für mich, ist schlecht fürs Geschäft. Das wäre für mich so, als hätte ich Jesus nochmal ans Kreuz genagelt. Das wär für mich keine Alternative gewesen. Ja, du hast ja gerade ein bisschen von deinen Texten erzählt. Wie hast du es genannt? Eigentherapie, Selbsttherapie? Ich habe ein bisschen reingehört, jetzt auch vom neuen Album Im Namen des Vaters, das Lied. Ne? Also schon krasse Texte, wo immer wieder auch Elemente des christlichen Glaubens ja auch benutzt werden, teilweise verdreht werden, ja, kritisch hinterfragt werden. Und gleichzeitig habt ihr noch viele, viele Fans, die sich ja mit euch auch sehr identifizieren. Ich habe irgendwie gehört, Fans, die lassen sich irgendwie Logos auf die Stirn tätowieren oder eure Unterschriften auf dem Bauch oder was es alles für Geschichten gibt. Ne? Sehr viel mit Identifikation. Wie ist es jetzt bei dir? Also wenn du deine Videos siehst, deine Texte, identifizierst du dich noch damit oder nimmst du davon Abstand? Was denkst du, wenn du das dir anhörst, anschaust? Also heute als wiedergeborener Christ, also man muss dazu sagen, als die Texte zum letzten Album, das 2019 rausgekommen ist, geschrieben wurden, ja, da war ich weit entfernt noch von Gott. Das hört man, glaube ich, auch auf der Scheibe recht gut. Ich habe ihn noch angeklagt, ich war noch im Zorn. Es war zwei Jahre, anderthalb Jahre vorher, bevor das Album rausgekommen ist, habe ich die Texte wahrscheinlich ungefähr geschrieben. Ich würde heute vieles nicht mehr so singen, vieles auch nicht mehr so formulieren. Bin aber nach wie vor, wie ich schon gesagt habe, nach wie vor religions- und kirchenkritisch. Ich denke, das ist auch kein Widerspruch. Man darf auch als wiedergeborener, gläubiger, bekennender Christ kritisch der Institution Kirche gegenüber sein und vor allem auch der Religion, weil Religion ist menschgemacht. Aus meiner heutigen Sicht würde ich sagen, Jesus Christus braucht keine Religion. Er ist die Wahrheit und die Wahrheit braucht keine Religion. Religion ist immer vom Menschen installiert worden, leider meistens, um andere Menschen zu manipulieren und zu dominieren und zu letztlich auch auszubeuten. Das hat die Vergangenheit ja gezeigt. Auch das, gerade auch von der Institution Kirche, das Wort Gottes auch monopolisiert wurde. Da musste erst Luther kommen, um es wieder zu demokratisieren. Also ja, jahrhundertelang mussten die Gläubigen ja glauben, was die Priester da auf Lateinisch ihnen vorexerzieren, weil keiner konnte das lesen. Und deswegen ist das schon auch ganz, ganz wichtig gewesen, dass Luther die Bibel übersetzt hat und mit Gutenberg dann verbreitet hat, damit die Leute auch nachlesen konnten, ob es überhaupt stimmt, was ihnen da erzählt wurde. Und sie haben ja dann gemerkt, in vielen Bereichen stimmt das überhaupt nicht, was uns da erzählt wird. Und deswegen sage ich auch jedem selber, wenn er ein Vorurteil gegenüber dem christlichen Glauben hat, völlig in Ordnung, grundsätzlich erstmal. Mhm. Nehmt euch eine Bibel, am besten die Schlachter 2000, das ist eine sehr gute Übersetzung. Die Elberfelder geht auch, aber ich sage mal Schlachter 2000, State of the Art. Nehmt euch die mal, blättert einfach mal selber im Neuen Testament. Alte ist schwierig, sage ich aus vielerlei Hinsicht, weil man ganz viel über die jüdische Tradition und Kultur wissen muss, um das überhaupt einordnen zu können, aber das Neue Testament und guckt doch mal, ob das stimmt, was euch erzählt wird. Guckt doch mal. Mhm. Und dann werdet ihr erkennen, vieles stimmt gar nicht, was euch erzählt wird über den Glauben oder vielleicht auch sogar über Jesus Christus. Mhm. Mir war als katholisch sozialisierter
Jugendlicher überhaupt nicht klar, dass Jesus Christus Gott ist. Ich dachte als Kind und Jugendlicher, Jesus Christus ist ein Geschöpf Gottes. Ist er aber nicht, wie die Bibel beweist. Am Anfang war das Wort Jesus und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Ja? Und ohne das Wort ist nicht auch nur eins erschaffen worden, was nicht ist, also was ist. Also das heißt, Jesus Christus ist der Schöpfer, hat alles geschaffen. Er hat alles in die Existenz gesprochen und sich selbst auch, als er Mensch wurde. Sich selbst in die Existenz gesprochen. Er wollte natürlich so auf die Welt kommen, wie Menschen auf die Welt kommen, aber er hat sich selbst in die Existenz gesprochen. Er brauchte dazu keinen, sage ich mal, Verkehr von zwei Menschen, damit er entsteht, weil er hat alles erschaffen, also konnte er sich auch selbst in die Existenz sprechen. Das Einzige, was er wollte wie ein Mensch auf die Welt kommen, deswegen brauchte er Maria und natürlich auch Josef als Leiheltern, so würde ich es mal sagen. Man muss selber studieren in der Bibel, um sie auch zu erfahren, um auch die Multidimensionalität, die hat so viele Facetten, die Bibel, und ich bin immer wieder erstaunt, auch wenn ich Abhandlungen darüber sehe, gerade auch von hebräischen Wiedergeborenen, wie nennt man sie denn, messianischen Juden, ne? So nennt man sie. Also die Jesus Christus als ihren Messias anerkannt haben, was die für ein profundes Wissen über die Tora haben. Ich habe letztens gelesen, beziehungsweise gelesen und gesehen, weil er hat das ja gezeigt, derjenige, dass Genesis 1,1 in Hebräisch, man muss dazu wissen, die hebräische Sprache ist ähnlich wie die chinesische ein Piktogramm. Der Buchstabe ist ein Piktogramm, also ein Zeichen, ein Zahlenwert und ein Buchstabe. Und auf Althebräisch, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, Genesis 1,1. Das erste Wort im Anfang, was ein Wort ist im Hebräischen, das wird nicht getrennt im Anfang, also einfach Anfang, dieses Wort ist in diesen hebräischen Piktogrammbuchstaben das Zelt, also die Stiftskirche, die Gemeinde, dann kommt der Kopf, ist der zweite Buchstabe, der Kopf der Gemeinde, dann kommt die Hand durch eigene Hand, dann ein ultimatives, tödliches Ereignis, sagt das Piktogramm aus, und dann der letzte Buchstabe ist Kreuz. Also das Evangelium steckt in den ersten Buchstaben des Althebräischen Genesis 1,1. Das kann sich kein Mensch ausdenken, das geht ja nicht. Und das ist nur eine Dimension, und das findet man überall. Ich glaube, die Genealogie in Matthäus, wo die ganzen Namen erst aufgezeigt werden, stammt ab von, die Namen haben alle Bedeutungen, also auch die hebräischen Namen, die da aufgezählt wurden, die Urahnen, die Ahnen und so. Die Bedeutung der Namen der ersten, ich weiß nicht wie viele, da müsste ich jetzt nochmal genau gucken, der ersten paar Namen enthält das Evangelium von der Aussage. Das ist ein Wahnsinn, wirklich, im positiven Sinne. Ich merke, du steckst voll drin. Absolut. Und bist echt voll begeistert und sprudelst über. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere dir oder andere zuguckt und denkt, okay, jetzt liest der Dero die Bibel, nächste Woche sammelt er Briefmarken und danach baut er sich eine Modelleisenbahn auf oder so. Also das, provokant gesagt, das könnte ja auch nur so eine Phase sein. Ein, ne? Spleen. Genau, so ein Spleen, ein Hobby oder ein was Tick. Auch immer. Ja. Du scheinst aber sehr sicher zu sein, dass es nicht der Fall ist. Was lässt dich da so sicher sein, zu sagen, hey Leute, es ist nicht nur eine Phase, sondern das ist das neue Leben, das ist das Leben. Ich kenne den Unterschied zwischen vorher und nachher. Ich war in der Welt, wie man so sagt, im Weltlichen, mit allen Problemen, die dazugehören. Ich hatte, wie gesagt, meine Depressionen, meine inneren Traumata, die ich mit mir rumgetragen habe, meine Kindheitserfahrung. Auch dann die Erfahrung mit meinem Sohn, mit der Krebsgeschichte, die zum Glück gut ausgegangen ist letztlich. Er hat zwar ein Auge verloren, aber er kann da gut mit leben und sieht man auch gar nicht letztlich. Durch die moderne Prothetik ist das gut möglich, dass das völlig normal aussieht. Und dann ist mein Vater ja noch kurze Zeit später gestorben an den Folgen seines Alkoholmissbrauchs. Und das habe ich eigentlich auch ziemlich dicht
erlebt intensiv. Wir hatten ihn dann in den letzten Jahren zu uns geholt, in die unmittelbare Nachbarschaft. Und das hat auch noch mal sehr viel mit mir gemacht, als ich gesehen habe, was der Alkohol und letztlich auch eine Sucht und ja, diese Selbstzerstörung mit einem Menschen ausmachen kann, der auch so mit sich ringt, mit seinen eigenen Abgründen, die er mit sich rumgetragen hat, mit seinen eigenen Furchen, die das Leben in seinem Leben geschlagen hat. Ich habe Gott sei Dank meinen Frieden mit ihm machen können. So. Wir haben uns nichts nachgetragen mehr zum Schluss. Aber das nochmal zu sehen, wie ein Mensch sich zugrunde richtet, selbst auch willentlich und wissentlich, das fand ich schrecklich, auch so zu sehen, wenn jemand da diesen Halt nicht hat in dem Glauben. Ich war damals selbst noch nicht im Glauben, aber ich fand das ganz furchtbar, ganz schrecklich, wie ein Mensch sich so quält, weil er sein irdisches Leben jetzt verlassen muss und sein Körper sich immer mehr auflöst, er immer mehr zerfällt, organisch und überhaupt. Aber er trotzdem irgendwie nicht loslassen kann, weil er keinen Frieden hat mit sich und der Welt. Schrecklich, furchtbar. Und ja, das kam nochmal obendrauf. Und dann habe ich irgendwann selbst eine Selbsthilfegruppe gesucht, die sich für Angehörige, die in suchtkranken Familien aufwachsen, die sich dafür gegründet hat. Und die war auch christlich geprägt. Also da haben viele Menschen von Gott gesprochen, von Jesus. Das war keine Voraussetzung. Manch einer hat auch nur von seiner höheren Macht gesprochen oder manch einer hat gesagt, ich habe keinen Gott. Völlig in Ordnung, das war keine Voraussetzung. Aber ich kam erstmals wieder regelmäßig in Berührung mit christlichen Werten und auch mit dem Gedanken Jesus Christus, was er für uns getan hat eigentlich. Und das hat mich immer auch am meisten berührt. Also auch wenn ich Filme geguckt habe, schon als Kind, dieser leidende, blutüberströmte, zerfetzte, gemarterte Körper, der aus reiner Liebe sich hingegeben hat für unsere Schuld, was er hätte gar nicht machen brauchen, aber was von Anfang an seine Intention war, weshalb er überhaupt Mensch wurde. Er war nicht, wie viele glauben, er war eigentlich hier, um sein Königreich zu errichten und dann haben ihn doch aber böse Menschen ans Kreuz gebracht. Nein, es war von Anfang an, er wusste, was passiert und es war sein Auftrag, es genau so zu machen. Und das hat er getan. Für uns, die wir vor ihm alle den Tod verdient hätten, alle. Und ja, wir leben ja in dieser Todesstrafe, sage ich mal. Klar, ich glaube wirklich an die Bibel. Und das bedeutet, ich glaube auch daran, dass wir irgendwann mal in der Vergangenheit einen Zustand hatten als Menschen, wo wir nicht gestorben sind, wo wir in einer perfekten Welt gelebt haben. Ohne Krieg, ohne Lüge, ohne Mord, ohne Vergewaltigung, ohne Pädophilie. Perfekt. Und diesen Status haben wir verspielt, weil wir uns gegen Gott gewandt haben, weil wir den freien Willen eingesetzt haben, aus freien Stücken und haben den Lügen Satans geglaubt. Und Gott hatte uns gewarnt, hat gesagt, macht das nicht, das wird zur Folge haben, dass ihr hier diesen perfekten Status verliert und ihr werdet auch sterben müssen. Ja, aber wir haben trotzdem der Lüge Satans geglaubt und dieser freie Wille bedeutet halt auch, dass er Konsequenzen hat und die Konsequenz war, dass wir jetzt in dieser gefallenen Welt leben. Für viele ist es ja unverständlich, wie wenn es einen Gott gibt, wie er dieses Leid auf der Welt zulassen kann. Wir haben es selbst hervorgerufen. Gott hat es nicht hervorgerufen. Gott hat uns die Möglichkeit geschaffen, den freien Willen auch gegen ihn einzusetzen. Ansonsten wäre es kein freier Wille, wenn Gott immer intervenieren würde oder wenn er sagen würde, ja, ich hab gesehen, ihr wollt jetzt gerade an den Apfel greifen, aber macht es lieber nicht. So, nein, freier Wille ist wirklich frei, aber er hat Konsequenzen. Und wir leben in dieser Konsequenz, in dieser gefallenen, sündhaften, verkommenen Welt, muss man ganz klar sagen. Und wir selber alle haben einen bösen Kern. Das muss man auch ganz klar sagen. Natürlich gibt es einen ganz großen Unterschied zwischen Hitler, Stalin und einem Ladendieb. Ganz klar, das sieht auch Gott. Absolut. Trotzdem gibt es keinen, das steht auch in der Bibel, es gibt keinen unter euch, der ohne Sünde ist. Keinen. Da ist nicht einer. In dieser gefallenen Welt. Weil, horchen wir doch mal in uns rein. Natürlich gucke ich manchmal auch auf YouTube Filme über Evangelikale, Straßenmissionare, die Leute fragen, na, würdest du dich als guten Menschen bezeichnen? Und die meisten sagen, ja. Ja,
ja, so überheblich war ich auch. Oder ich kenne diesen Stolz, dass jeder sich erstmal einschätzt, ja, ich bin doch eigentlich ein guter Kerl. Also im Grunde genommen bin ich ein guter Kerl. Ja, was sagt das aus? Das sagt, natürlich ist man besser als ein Massenmörder. Hoffentlich die meisten von uns. Aber jeder hat gesündigt und nicht zu knapp. Mhm. Vor Gott. Das heißt, wenn wir den Maßstab von Jesus Christus uns vor Augen halten, er hat gesagt, wer einen anderen Menschen lustvoll anschaut und ist aber verheiratet, der hat schon in seinem Herzen Ehebruch begangen und der sollte sich lieber ein Auge ausreißen, als mit beiden Augen in die Hölle zu fahren, dann lieber mit einem Auge ins Himmelreich zu kommen. Jesus erwartet nicht, dass wir uns die Augen ausreißen sollen und dann alle blind in den Himmel kommen. Das ist damit nicht gemeint, aber er zeigt uns, was sein Anspruch ist. Er ist sündenlos. Für ihn ist Sünde abstoßend. Umso größer ist ja, das zu bewerten, dass er sich so erniedrigt hat, in diese gefallene Welt gekommen ist, im Fleisch eines Menschen, mit allen übrigens Anfechtungen, die ein Mensch auch hat. Als Gott 33 Jahre in Jesus Christus Mensch war, hat er die gleichen Anfechtungen gehabt wie du und ich auch. Aber er ist sündenlos geblieben. Das konnte nur Gott. Keiner von uns hätte sündenlos sein können, sein ganzes Leben lang oder bleiben können. Deswegen konnte auch nur Gott selbst Mensch werden, um unsere Schuld zu tragen und dafür zu. Er hat die Rechnung bezahlt vor 2000 Jahren. Mhm. Sie ist bezahlt. Wie, als würdest du vor Gericht sein und der Richter sagt: Ja, du hast das und das und das und das gemacht. Ich muss dich jetzt eigentlich zum Tode verurteilen. So, also nach dem Maßstab Gottes. Sagen wir mal, mich auf der Erde, ich muss dich eigentlich dein Leben lang in den Knast schicken. So. Und du sagst, aber ich war doch eigentlich auch gut. Ja, aber ich kann dich doch nicht nach deinen guten Werken, ich muss dich jetzt hier auch nach deinen, du hast nur mal schlechte Sachen gemacht, ich muss dich nach denen beurteilen jetzt. Und nach denen hast du jetzt lebenslang Knast verdient. Aber da gibt es einen, der Lösegeld für dich bezahlt. So. Das heißt, alles ist gelöscht, du kannst raus, du kannst gehen. Wie? Für mich hat einer Lösegeld bezahlt? Du willst mich eigentlich dein Leben lang in Knast stecken oder in anderen Ländern, du willst mich jetzt dem Scharfrichter preisgeben und es hat einer Lösegeld für mich bezahlt? Ja, hat er. Für die ganze Welt. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal irgendwie auch ein Stück weit verstanden, die Frage ist, wie weit können wir das verstehen? Ne? Also wir können es annehmen. Und als ich das irgendwie auch für mich so angenommen habe, habe ich so eine Freude auch in meinem Leben gespürt. Ne? Also ich weiß noch, Verwandte haben mich so angesprochen und meinten, hey, was ist mit dir los? Du bist ja irgendwie ganz anders. Was scheinbar auch andere Menschen gemerkt haben, hast du das auch in deinem Charakter und deinem Alltag gemerkt, dass du sagst, okay, da habe ich auch eine Veränderung persönlich in mir erfahren? Ich finde ganz, ganz, ganz tiefen Frieden und Heilsgewissheit. Also ja, für mich bei alledem, was jetzt gerade passiert, ich meine, wir leben gerade in einer Ausnahmesituation, die es noch nie so gegeben hat auf der Welt. Also weltweit Lockdowns, weltweit strikte Maßnahmen, weltweit Pandemie, so, das gab es so noch nicht. Und ich fühle trotzdem einen ganz starken Frieden, ein ganz starkes Vertrauen zu Jesus. Und fühle mich auch bestätigt in ganz viel. Je mehr solche Dinge passieren, desto mehr denke ich, ja, aber es hat uns doch Jesus gesagt, dass das passieren wird. Mhm. So. Fürchtet euch nicht, es muss geschehen. Weil sich jetzt auch immer mehr offenbaren wird, wie diese Welt wirklich ist. Ich habe das ja vorher schon anklingen lassen, wir leben in einer gefallenen Welt. Ja, das ist den meisten aber gar nicht bewusst. Jesus wird uns jetzt schrittweise zunehmend zeigen, wie die Welt eigentlich ist. Dass sie vom Bösen geleitet wird und dass wir auch, wenn wir ihn nicht annehmen, auch böse sind, böse bleiben. Aber dass er, wie gesagt, auch das Lösegeld-Ticket ist. Und er sagt auch ganz klar, also es gibt ja immer viele, die sagen, ja, aber letztlich glauben wir doch alle an denselben Gott, ob nun Allah oder Buddha. Hauptsache, wir sind gut. Nein, da sagt Jesus ganz klipp und klar zu, es gibt nur einen Weg zum Vater und das bin ich. Ich bin die Tür. Nicht Buddha ist die Tür, nicht Allah ist die Tür, ich bin die Tür. Es gibt nur diesen Weg. Und das muss man den Menschen auch ganz klar sagen. Jesus würde ja auch sein Sühneopfer am Kreuz völlig überflüssig machen, wenn er sagen würde, ach komm, okay, wenn du jetzt an Krishna glaubst und bist trotzdem ein guter Mensch, dann kommst du auch. Dann kannst du auch in die Ewigkeit einkehren. Nein, kann man nicht. Es gibt einen schmalen Pfad. Und der Breite ist sehr in die Verdammnis. Und
das hängt auch mit den ganz vielen Götzen zusammen. Ne? Es gibt tausende von Götzen. Und davor warnt uns Gott. Er warnt uns vor so vielen Sachen. Also aus Liebe, nicht weil er irgendwie böse ist mit uns meint, sondern aus Liebe, weil er weiß, das ist der richtige Weg für euch Leute. Das hier ist nur ein kurzes Zwischenstück. Es war mal die Ewigkeit und es wird wieder die Ewigkeit sein. Und wenn ihr zurück wollt in diese Ewigkeit, in diesem kurzen Abschnitt, in dieser gefallenen Zeit dazwischen, dann haltet euch an mich. Haltet euch an mich und haltet euch auch fest an mir. Das sagen so viele Gleichnisse auch in der Bibel, ne? Als auf dem See Genezareth, als die Jünger in seiner unmittelbaren Gegenwart, er hat geruht, geschlafen in sich und dann kam der Sturm auf und die Wellen und in der Nacht und sie sagt, oh, wenn wir jetzt kennen, dann wir sind alle tot und so weiter. Wenn wir im Fokus auf Jesus bleiben, dann hat er gesagt, was seid ihr denn so kleingläubig? Ich bin doch hier. Es werden auch in unserem Leben Stürme aufkommen, große Stürme. Ich habe sie selber schon erlebt, aber ich weiß, es kommen wahrscheinlich noch viel, viel mehr, viel, viel größere. Und bei jedem Menschen wird das so sein. Und dann brauchen wir diesen Anker und wir brauchen diesen Halt. Und den kann eigentlich, meiner Erfahrung nach, was heißt eigentlich, den kann nur der einzige wahre und lebendige Gott geben. Alle anderen sind nicht echt, sie sind tot letztlich fake, wenn man heute sagen würde in Neudeutsch. Und deswegen sollte man schon nach dem echten, wahren und lebendigen Gott fragen. Und ihn suchen und ihn dann hoffentlich auch finden, einladen zu sich und ihn dann finden. Nicht, weil es ein anderer gesagt hat, nicht, weil ich jetzt hier mein Zeugnis gegeben habe, sondern weil man sich selbst auf den Weg macht und sucht. Wie erlebst du diese Entschiedenheit, wenn du davon so sprichst? Ich kann mir vorstellen, das trifft auch auf Widerstand. Widerstand, genau. Wie ist denn das bei dir im Umfeld, sei es jetzt Familie, Freunde, vielleicht auch die Band, Fans, Stimmen von außen? Wie nimmst du das gerade wahr? Kriegst du da Widerstand oder Zuspruch? Oder? Sowohl als auch. Ich sehe das jetzt im Moment nur im Internet von den Fans. Da sind viele schon sehr erstaunt und auch verstört. Ich frage mich dann immer, wie hätte ich reagiert, wenn ich noch nicht im Glauben gewesen wäre? Ich hätte wahrscheinlich auch gesagt, was ist denn jetzt mit dem los? Völlig durchgeknallt. Ist auch legitim. Sollen die Leute machen? Dürfen sie ja auch. Es ist natürlich, wenn man selber nicht im Glauben ist. Aber vielleicht bringt es viele auch zum Nachdenken. Auch anhand der Tatsachen, die ich berichtet habe, die zu meinem Glauben geführt haben. Der Weg dahin, der lange steinige Weg auch. Und dass ich eigentlich, die Leute kennen mich eigentlich so, dass ich mein ganzes Leben lang Fragen gestellt habe auf der Suche. Weil ich immer gesagt habe, ich bin Suchender. Keine Ahnung, ich bin Suchender. Das Fragezeichen ist hier dominant. Ich möchte die Wahrheit entdecken und so. Jetzt habe ich sie entdeckt. Und jetzt bin ich sozusagen angekommen. Es ist ein großes Ausrufezeichen da. Und das ist für mich was Schönes, aber ich kann auch verstehen, wenn das viele erstmal verstört und sagt, was ist jetzt mit dem los? Aber ich denke, das ist vielleicht auch eine Zeitfrage oder man muss natürlich auch sehen, wie verhält sich derjenige, wie ist er drauf? Redet der wirklich wirres Zeug? Oder natürlich können viele, die nicht den Heiligen Geist haben, das nicht nachvollziehen. Was bedeutet das, den Heiligen Geist zu haben? Das hört sich irgendwie so abgehoben an. Was ist das? Wusste ich früher auch nicht. Es ist so ein innerer, warmer Frieden, eine Geborgenheit, eine Sicherheit, eine Gewissheit. Auch wenn du die Wahrheit kennst, siehst du auch, wie viel Fake in dieser Welt ist. Wie viel Trug, wie viel Betrug, wie viel Fassade. Ich nenne das immer, das ist die satanische Matrix. Jesus selber sagt es ja in der Bibel, das ist die Welt. Wer die Welt liebt, mehr liebt als den Vater, der wird mit dir untergehen. Die Welt ist das System letztlich, das Weltliche. Also wenn du es mehr liebst, jedes Wochenende in die Disse zu gehen, dir Drogen reinzukloppen oder so, wenn das dein Gott ist, dann wirst du mit ihm untergehen, weil das führt nur in den wirklichen, wahren Tod, in den Untergang. Und das Leben, die Wahrheit, das Licht findest du nur in Christus. Es gibt natürlich, ich glaube als wiedergeborener Christ auch, dass es einen Widersacher gibt, dass es den Teufel gibt, dass es Dämonen gibt. Es gibt natürlich auch den Teufel, der sich gerne mal als Engel des Lichts verkleidet und den Menschen vorgaukelt. Oh, das ist doch schön hier, komm zu mir. Pornografie, Drogen, Alkohol, was weiß ich, was es da alles für Verführungen gibt, die dich letztlich seelisch kaputt machen. Es geht dem Teufel nur darum, den Menschen seelisch kaputt zu machen. Er will nur zerstören. Zerstören, zerstören, Chaos anrichten, zerstören, zerstören. Weil selber kann er nichts schaffen.
Deswegen hat er so eine Freude daran, auch das zu zerstören, was Jesus geschaffen hat. Jesus lässt es zu. Man fragt sich mal, wie kann Jesus das zulassen? Ja, er kann es, weil wir wollten es doch sehen. Wir haben doch kooperiert, wir wollten es doch sehen. Und wir haben doch auch Satan vertraut. Und jetzt haben wir die Quintessenz. Deswegen lässt er es zu, weil er es uns zubilligt, dass wir es auch sehen dürfen. Aber dieses ganze Leid mit Holocaust und so, ja, ganz brutal, ganz schlimm, völlig. Aber wenn freier Wille frei ist, dann muss er auch Konsequenzen haben. Und ich finde, ich wiederhole mich da jetzt von vorhin, aber ich finde, Gott hat interveniert zweimal ganz heftig am Roten Meer, als er sein Volk aus der Gefangenschaft ins gelobte Land gebracht hat und als er selbst Mensch wurde und sich für unsere Schuld hingegeben hat. Was erwarten wir denn, dass er immer eingreift, ständig, immer? Er hat immer auch die Kraft, aus was Bösem was Gutes zu machen. Nach dem Holocaust hat Israel sein Land bekommen. Er hat aus dem Bösen was Gutes gemacht. Aber er hat trotzdem der Welt den freien Willen mit allen bösen Konsequenzen gelassen. Und auch, obwohl sein Volk, das in der Heilsreihenfolge erstmal an, viele Leute denken immer, Jesus hat das Volk der Juden mehr lieb als alle anderen. Nein, sehe ich überhaupt nicht so. Es hatte in der Heilsreihenfolge, war es das erwählte Volk, was nicht, das, keine Ahnung, was das bedeutet. Ich habe es mir immer so erklärt, dass nach der Vertreibung aus dem Paradies sind halt ganz viele Menschen den Götzen in die Arme gelaufen, den babylonischen, den ägyptischen, was auch immer, den Fake-Göttern halt. Und das Volk Israel oder beziehungsweise das, was aus dem Volk, woraus das Volk Israel geworden ist, die Leute hatten den Kontakt zu dem einzig wahren und lebendigen Gott. Deswegen hat er sein Vertrauen in diese Menschen gesetzt. Ihr seid dafür zuständig, dass dann das Evangelium in die Welt getragen wird. Das heißt aber nicht, dass er sie mehr lieb hat. Man hat ja gesehen, sogar als großes Volk, als Nation, haben sie sogar diese Erwählung verspielt, kann man sagen. Sie haben ihren eigenen Gott nicht erkannt und ihn sogar ans Kreuz gebracht. Ja? Also man kann sehen, diese Erwählung kann sogar eine Bürde sein. Das wiederholt sich übrigens in der Bibel. Ich habe mich letztens mit einem wiedergeborenen Christen auch darüber unterhalten, dass immer der Erstgeborene eigentlich das Vorrecht hat, aber der Zweite hat es gekriegt, im Alten Testament schon. Zieht sich bis ins Neue Testament rein. Ja? Was das bedeutet, warum das so ist, wir werden es irgendwann hoffentlich wissen, aber Vorsicht ist geboten immer. Ne? Nur, dass du erwählt bist, heißt noch lange nicht, dass du dich dann auch würdig erweist. Das zeigt es dann. Ne? Ja, du schneidest auf jeden Fall eine Menge an Themen an. Ich glaube, jedes einzelne Thema könnte noch mal eine ganze Stunde an Gespräch oder einem Austausch füllen. Aber wir kommen ja schon langsam zum Ende. Und eine Frage, die vielleicht noch viele interessiert. Ja, du hast mir vorhin erzählt, du singst jetzt im Chor. Ja. Hat sich bestimmt vorher auch kaum jemand gedacht. Und ich habe mir gedacht, wie sieht es jetzt musikalisch aus? Sieht man dich jetzt mit einer Akustikgitarre Praise and Worship singen irgendwo in der Kirche oder im Wohnzimmer? Oder hast du schon Ideen? Privat sicherlich, aber ich habe jetzt in der Corona-Zeit über 60 Songs komponiert, neue. Und die will ich natürlich auch irgendwann rausbringen. Die sind nicht alle geistlich und nicht alle behandeln dieses biblische Thema. Manche sind auch weltlich, politisch, gesellschaftskritisch, wie auch immer. Aber ich habe schon vor, weiterhin auch Musik zu machen. In welcher Form auch immer, wird sich zeigen, weil wir haben ja immer noch als Künstler, Musiker jetzt mit dieser Pandemie und mit den Regeln zu kämpfen und müssen gucken, was entwickelt sich daraus, unter welchen Bedingungen können wir überhaupt noch live auftreten, touren. Und das ist im Moment noch an so viele Fragezeichen geknüpft. Aber ich weiß natürlich, dass ich vieles aus meiner heutigen Sicht mit dem Heiligen Geist, den ich spüre, nicht mehr so singen würde, auf der Bühne auch. Ja. Fühlt sich einfach nicht mehr richtig an. Es gehört zu meinem Leben, es gehört zu meiner Biografie und es war ein Teil auf dem Weg auch zu Gott zurück. Aber man sieht auch, wenn man sich die 30 Jahre, in denen ich getextet habe, für die Band Umf, die Texte anguckt, Gott war immer ein Thema. Also das heißt, ich habe ihn nie tot gesagt. Jemand, der wirklich Stein und Bein für sich schwört, dass es für ihn keinen Gott gibt, der macht Gott gar nicht zum Thema. Ja? Für mich war Gott immer ein Thema, wenn auch anklagend, wenn auch zweifelnd, wenn auch teilweise aggressiv, teilweise dann auf die Religion und auf die Kirche projiziert. Aber ich bin auch direkt Gott angegangen in meinen Texten und das würde ich heute nicht mehr so machen und ich würde auch einiges davon nicht mehr so singen auf der Bühne live. Okay.
Zero, vielen Dank für Danke deine auch. Zeit, dass du hier warst. Wir haben immer so das Ritual oder wir sagen mal, unser Gast hat das letzte Wort und haben hier für so bildlich den Briefkasten stehen. Also du darfst uns am später nochmal ein Statement mitgeben, wo du sagst, okay, das muss immer und das Video, das ist nochmal so meine Botschaft. Nicht jetzt, das kannst du uns dann später und wir veröffentlichen das dann unter dem Video nochmal. Genau. Und ein zweites Ritual, ein Spiel am Ende. Und ich hatte es heute wieder erwischt mit dem Bibelquiz. Wir hatten jetzt immer mal verschiedene Spiele. Jetzt genau, schauen wir mal. Oh oh. Ich habe hier von unserer Redaktion so einen Zettel mitgebracht, ja. Haben sie vorbereitet. Das Spiel ist wie folgt, das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Wir lesen abwechselnd die Verse vor, die hier stehen. Oh, hier sind die Karten für, ne? Oh, du sitzt gerade drauf. Zack. Sehr gut. Genau, wir lesen die abwechselnd vor, also erst du und dann haben wir kurz Bedenkzeit und können wir dann sagen, dann können wir uns entscheiden, jo, ich glaube, das steht so in der Bibel oder steht nicht so in der Bibel. Und dann schauen wir mal, wer sich von uns besser auskennt. Okay, dann fange ich mal mit der ersten. Ja, okay, hast du verstanden, oder? Ja, ich hoffe. Alles klar. Ja, schieß los. Du kannst anfangen. Der Herr war erzürnt und er brachte Wut über die vollbrachten Taten, welche voller Missgunst und Bosheit gewesen waren. Hört sich für mich nach Altem Testament an und ich sage ja. Okay, spannend. Ich sag, das hat sich unsere Redaktion ausgedacht. Und die Redaktion sagt, ausgedacht. Genau, also ich muss sagen, wirklich, der dahinter steckt, ist immer sehr kreativ und gibt sich da immer sehr Mühe. Dann ist aber schön in der Bibelsprache drin, ja. Auch beim Verdrehen. Ja. Okay, Nummer zwei. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Ja, das ist doch hier aus denen seht die Blumen und so. Ne? Genau, da bin ich mir auch sehr sicher, dass das in der Bibel steht. Und yes, ja, da waren wir beide richtig. Sehr gut. Drei. Und Judas flehte. Ich hab dich belogen, dich schamlos benutzt. Ich hab deine Seligkeit mit meiner Sünde beschmutzt. Ein Umpftext. Echt? Ja. Okay, dann hast du das schon verraten. Oder ihr habt aus der Bibel geklaut. Und ja, es steht nicht so in der Bibel, genau. Aus welchem Song? Ich will deine Seele. Okay. So, Nummer 4. Es werden die Tage kommen, an dem alle Gerechten von den Ungerechten und alles Wahre von dem Falschen enthoben wird. Das hört sich sinnvoll an für mich. Oh, schauen wir mal. Boah. Steht nicht in der Bibel. Aber es steckt trotzdem Wahrheit drin. Ja, und obwohl es nicht biblisch gut. ist. Klingt. So, okay, du bist. Wer auf den Wind achtet, kommt nicht zum Säen. Und wer nach den Wolken schaut, kommt nicht zum Ernten. Okay, ich bin mir sehr sicher. Oh, hast du das abgeguckt bei mir? Nein. Okay. Du bist dir sicher? Aus einem meiner Lieblingsbücher, glaube ich, sogar, Bibel, ja. Ehrlich? Ich bin mir nicht sicher, aber dann. Okay. Wir sagen trotzdem beide ja und ja, das stimmt. Genau, aus dem Predigerbuch, glaube ich, müsste das sein. Genau. Und der letzte, bin ich dran? Mhm. Ja. Ne? Jonathan traf David und sie gingen zusammen und mahnten all diejenigen, die Frevel und Unheil verwirkt haben. Okay, Jonathan und David waren auf jeden Fall dicke Kumpels. Gingen zusammen und mahnten all die Frevel. Waren die so eine Street-Preacher? Ich glaube auch nein. Ich weiß es nicht. David war König. Street-Preacher. Okay. Sie sagen nein auch. Und Redaktion. Ja. Genau, steht nicht in der Bibel. Ja. Ey, wir haben uns ganz gut geschlagen, oder? Du, besser als ich. Okay, aber ich schau mal. Du hast gesagt, du predigst hier auch in der Gemeinde, dann gehört sich das auch so. Ich predige hier, also das habe ich eben nicht gesagt. Was hast du denn gesagt? Du bist Diakonin. Diakonin, genau. Predigt man dich dann nicht ab und zu auch mal? Kann man auch machen, ja. Siehst du? Ich lade dich dann ein, wenn es soweit ist. Sehr gerne. Ich gucke mal unsere Redaktion an. Okay, ich habe gewonnen. Hast du? Genau. Okay, ja, vielen Dank, dass du dich. Ja, ich glaube, ich habe mich schon 10-mal bedankt. Aber ich bin wirklich sehr dankbar, dass du da warst. Und danke, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, cool. Auf der roten Bank. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Genau, wir werden von dir auf jeden Fall noch hören. Ich wünsche euch hier alles Gute mit eurem Projekt, das ihr habt. Und
mit eurer Arbeit, die ihr leistet, mit eurer guten, mit eurer wichtigen Arbeit auch und ja, auch dir hier als Diakonin auch weiterhin gutes Gelingen. Gottes Segen vor allem. Danke sehr. Ja, und dann verabschieden wir uns auch von euch. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.